Ja. Alles gut, passt schon. Immer was interessieren, wenn man jetzt hier auf Notizbuch geht. Ja gut, eigentlich wollte ich auch schon längst da sein. Ja, wir fahren jetzt auch mal ein bisschen durch, ne? Und sonst kommen wir irgendwie nie an. Habe ich bald das Gefühl. Ja, ballert euch mal den das ist dann aus dem Kopf, mir ist es egal. Ich fahre jetzt durch. Ja. Es ist jetzt nicht ein Scheiß Ernst, oder? Oh, ein Panzer. Oh, habe ich Glück gehabt. Kann man beim Panzer entgehen. Oh, da habe ich ihn wieder. Da habe ich eben solchen Schwein gehabt, ne? Der Panzer, der ist mir fast, Der Punch hätte mich fast gekillt. Danke für diesen Segen. Genau. Was ist das denn? Okay. Gut. Ach du Elend. Oh, neue Schatzsuche, nice. Aber gut, mache ich jetzt später. Ja, das war auch doof, ey, denn. Das war auch doof. Ich fahre den Weg kurz zu Ende. Ey, da haben wir aber lang gebraucht, ne? Ja, da fahren wir aber jetzt wieder mal. Ja, ist ja gut.
So. Okay, ich glaube, der Weg kommt mir so unheimlich lang vor, weil wir erstens unser schönes Auto verloren haben und zweitens, ja, wie ich eben sehr viel Nebenkram gemacht habe. Aber hier lang. Aber ich wollte auch heute noch mit dem Milliardär weitermachen. Oh Mensch. Mit unserem lieben Milliardär. Ja, hier ist Endstation. Ja. Ah, okay, laufe den wieder kurz hoch. Oder so kann man es natürlich auch machen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Mit dem Far Cry 4 damals war das eine revolutionäre Funktion, ne? Mittlerweile ist es irgendwie einfach mit jedem Far Cry. Das hier dürfte dich interessieren. Hm. Hey, das darf nicht sein. Wir haben alle zu helfen. Sorg dich nicht um Kapitän Diaz. Ich kümmere mich um ihn. Das war's! Wahrscheinlich die Werbe von Admiral Benitez. Sie hängen an der südlichen Küstenstadt entlang der Costa Valle, den Gipfel von... Okay. Ist da was hier, aber ist nichts oben, oder? Das war unser Barreal. Nee. Sicher, aber was, wenn die Leute denken, von nun an gäbe es nur noch leichte Siege? Es wird. Leicht werden. Meinst du? McKay ist ein. Der Costa. Geschäftsmann. Was hat das denn damit zu tun? Er hat weiche Hände. Und? Er ist kein Kämpfer. Ich glaube. Mhm.
Ah, hier ist La Promessa. Er wird ausländische Soldaten an. Na gut, das ist so. Er wird nicht so viel. Hier ist ja La Promessa. Kaum zu fassen. El Tigre und Juan Ron. Ja, aber wo ist das? Auch wenn einfach man das nicht genau kurz genau definieren kann, wo das scheiße ist, ne? Costa, was? Ja, hier ist auch Costa. Okay. Nein, man kann aber nicht genau definieren, wo das ist, weil das viel zu einfach und viel zu cool wäre. Ah. Muss jetzt hier Shut Ups absuchen. Ach Mensch. Ich brauche es dringender. Na komm schon, ehrlich? Ja. Mann, das ist ein Straßenschild. Und den Robusterzügel, da gibt's ja auch noch. Okay, Das ist eine Benitez-Werbetafel. Jetzt haben wir es. Hallo. Ja, als ob, jetzt stell dich doch nicht so, oh, Alter, jetzt komm ich da nicht hoch, oder was? Ja, okay, ja, so vielleicht. Nein. Ich musste also drauf. Oh. Ja, komm, als ob das nicht geht, also ganz ehrlich. Ja, wie haben wir denn dann darauf kommen? Jetzt er darauf, lol. Oh, heute ist aber. Oh, hallo, auch mein. Danke. Jetzt! Hier muss ich gut auf. Schwer zu sagen, ob Benitez jetzt besser oder schlechter aussieht. Ein Offizier.
Da. Autsch. So, okay. Einmal. Bringt so nix. Jetzt hier hin. Du den Robust des Hügeln? Okay. Oh, da wird. Okay, heute haben wir eine Farmmission. Gut, also werden wir jetzt immer ab nächster Folge wieder. Werden wir ab nächster Folge wieder, schätze ich mal, die Hauptmission machen. Schätze mal, werden heute noch nur damit verbringen, die Quest hier oder auch die Questreihe hier fertig zu machen. Das perfekte Poster, um das Gesicht der Admirale zu verdecken. Ja. Okay. Soll's abpassen. Ah, okay. Entschuldigung, dann passen wir es nochmal ab. Boah, das war aber ganz schön knapp. Da kommst du dann vorbei. Ich mache ihn berühmt. Oh, der hängt fest. Diese Werbetafel sollte ich unbedingt am Poster kleben. Finde ich auch. Das sollte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Junge, du bist noch reingefahren. Ich stehe das Pech gehabt. Voila, Schätzchen. Es hat funktioniert. Das Regime hat unsere Poster von Diaz gesehen und ist bereit zu handeln. Ja. Gut. Benitas riesiges Gesicht wird mich auf ewig in meinen Träumen verfolgen. Geht mir auch so. Komm zu den anderen in die Basilika de la Virgen. Und denk dran, das ist ein Gefangenenaustausch, Schätzchen. Kein Gefecht. Eine falsche Bewegung und Felicia wird hingerichtet. Ich bin vorsichtig. Gracias, Gilberto. Junge, pass doch mal!
Auf die Böllekuh! Rammt die mich da weg, ne? Entschuldigung, aber da reagiere ich nochmal allergisch. So. Gut, wir haben genug Plakate. Okay, wir müssen dann nicht zum Glück nicht jede Straße abfahren, aber wir haben Glück gehabt. Nice. Hallo. Nein. Ja. Wieso ist jetzt Viech denn wieder da? Das wollte ich doch gar nicht haben. Boom, boom. Aus den Bäumen wieder raus da. Oh, wow. Hier vom Berg mal ein bisschen. Ja, hat ja sehr lange funktioniert. Oh, toll. Obwohl, ich kann glaube ich hier wieder. Yep. Hier geht's wieder. Offensichtlich kein Ast. Ja gut, kein Baum erwische. Ah, der winkt zu, das ist nice. Damit kommt man immer so gut voran. Kapitän! Lass die Gefangene frei! Wir akzeptieren keine Befehle von euch, aber... Ja, du versteckst dich nicht. Wir schicken die Gefangene jetzt los. Hoffentlich schießen die Scharfschützen nicht. Ruhig! Ganz ruhig, Soldados! Ave Maria! Ich vertraue den Schweinen nicht. Ihr könnt froh sein, dass wir das machen, ihr Gusanos! Binga! Sollten wir was unternehmen? Nein! Die Scharfschützen haben immer noch Felicia im Visier. Feuer! Lass Felicia! Jetzt. So. Ah, fuck. Ah. Aber. Ja, toll, 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 toll. Ja. So. Tschüss. Es ist vorbei. Gracias a Dios. Und dir natürlich auch. Kein Problem. Gilberto, der Austausch war erfolgreich. Felicia ist sicher. So ein Glück. Ich könnte dich küssen. Die scheiß Soldados haben die Sache fast versaut. Du lebst, Felicia lebt. Nur das zählt. Was die Kleine jetzt braucht, ist wahrscheinlich ein starker Drink und eine heiße Dusche. Wie wir alle. Adios, Gilberto. Besuch mich doch mal. Moment, eine Frage hätte ich noch. Ich muss Sergio hier rausbekommen. Glaubst du, dass er Libertad helfen könnte? Bestimmt. Benito führt Operationen vor der Küste durch und kann Guerilleros wie ihn gut gebrauchen.